So, da sind wir auch schon wieder. Wir befinden uns gerade im Canyon. Du hast Ark verlassen. Ja, scheiße. Warum hast du Ark verlassen? Wenn ich das wüsste, wäre ich klüger. Ja, das stimmt. Ich meine, wer dumm fragt, eine dumme Antwort, oder? Ja, da hast du recht. Sagen wir einfach mal, das ist jetzt so unerwartet passiert. Stell dir auf einmal steht auch, ja, Phil hat Ark verlassen. Und im nächsten Mal sehe ich nur, wie du ganz elegant, so bewusstlos von deinem Waldmeister runterspringst so, und wie so ein schwammiges Brett so 5 Meter von ihm weg auf den Boden aufklatscht. Hier, wenn dann umschreibt das ein bisschen schöner. Ich habe einen auf Sternenschwan gemacht. Oh, du wolltest. Ja? Ich wusste ja schon immer, dass du für Ballett geboren bist, aber es ist nicht gerade der günstigste Moment, das auszuleben. Hey, ich war in der Garde und ich war gut, bis man mich rausgemobbt hat. Man hat mich rausgemobbt? Warum hast du nicht zurückgemobbt? Naja, wenn da. Ja? Die ganzen Skelette rumtanzen und dann, weißt du, wenn die ganze Gruppe gegen einen ist, ist das schon scheiße. Hättest du mal was gesagt, hätte ich Anlauf genommen, hättest du alle weggerollt. Wie auf dem Dodo die Chorus. Kula, 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 Spatz. Und irgendwelche Hinweise? Warum, weshalb, wie kommst du wieder? Wann, bald, hoffentlich jetzt, gleich, sofort und, ne? Ich bin schon am Einladen. Yes! Alles ist gut. Die Welt ist gerettet, Faye kommt wieder zurück. Ich habe eine geile Frage. Ich leuchte den Weg, Faye. Da habe ich so aufgestanden. Sehr schön. Gut, das waren jetzt knapp 2,5 Minuten, in denen wir eigentlich anderes vorhanden, aber egal. Ihr habt jetzt mal gesehen, also wir sind hier unten im Canyon. Hm. So, also hier im Canyon. Um zur Höhle zu kommen, müsst ihr euch, ich glaube, das ist gerade oben, ist ein Bienenstock. Also, am besten nach unten befinden. Wenn ihr den Bienenstock seht, wisst ihr, dass ihr richtig seid. Kleiner Scherz. Hier diesen Felsen. Aufgang. Hier ist noch ein Bienenstock. Also kommt der Sache leider näher. Ihr müsst euch dann hier lang halten. Auf eine lustige Brücke. Rechts am besten, so heißt diese Richtung. Ja, rechts halt. Dann kommt ihr direkt in die Höhle. Und wir sind jetzt in der Höhle der alten Tunnel. Das sieht ja sehr alt aus. Also ich habe die Milch auf dem Herd vergessen, Entschuldigung. Du kommst mal so schnell hierher. Was soll denn der denn? Ich muss. Es sieht so nach Spinne aus. Hallo, in der anderen Höhle waren auch Spinnen drin. Ja, aber hier sind eklige Spinnenweben. Und ich hoffe keine Kokons. Und wenn doch, dann würde das nichts bringen, weil es ist ein Spiel. Ja, reden wir nicht weiter. Es ist nur ein Spiel und es ist nicht so aufgebaut, dass jetzt irgendwie großartig jetzt Minispinnen auch mal rechts, geradeaus oder hier runter? Ich hab keine Ahnung. Fällt die Sonne rein. Also, das ist nicht möglich. Ich wollte schon gerade sagen, sterben wir jetzt? Oh, da vorne sitzt eine Mantis. Hallo. Ich würde sagen, wir sind richtig. Wo steckst du denn? Ich gucke gerade nach, aber hier gibt es auch nur eine. Und zwar von deinem allerliebsten Lieblingsliebling da. Na toll. Sackgasse? Nee. Oh, ich. Hallo. Bin runtergefahren. Nicht schön. Gar nicht schön. Ja, super.
Ja, ich bin ja wahrscheinlich bald tot. Wo ist denn? Da hinten, hey. An. Ich nenne mich Prinz Eisenfutti. Einfach mal ausprobieren. Weil sie alle scheiße sind. Guck mal daneben. Was ist denn hier los? Oh, Ninja Skill, die hat sich hinter uns gesetzt. Aber ich glaube, an die kommen wir nicht dran. Also bei mir schwebt das Ding in der Luft, deswegen meinte ich. Gut. Ich glaube, dafür brauchst du einen. Sag mal, hat mein Sattel bei dir noch die Farben? Okay. Ich habe keine Ahnung. Also sie beten die Obelisten an. Ist das jetzt wieder das von Raya von denen? Könnte gut möglich sein. Eine Alpha-Wand, ach wie schön. Wildcard, darüber müssen wir mal reden. Bist du schon weiter? Ich finde das sehr merkwürdig gerade. Mit dem Ding da oben. Ja, gut, dann. Oh, toll. Vielleicht wären die Wölfe hier besser gewesen. Schön. Hm? Es gibt nichts Schöneres als ganz viele Skelette zu finden. Oh, hier liegen auch noch ein paar sehr frische rum. Skelette? Ja, da hängt noch Fleisch dran. Da hat er noch Klamotten an. Mehrere sogar. Da fehlt gerade was von der Decke. Das gefällt mir nicht. Ich habe das Gefühl, wir sollten die Wölfe holen. Ich meine, guck dir mal den hier an. Ja, im Gegensatz zu den anderen wirkt der noch relativ frisch. Hm. Und der hier drüben ist auch schön reinkomprimiert ja, worden. Sind da oben liegen auch noch ein paar. Cool, guck mal. Oh.
cool. Das ist die. Aber das kann nicht von Raya sein. Nee, weil das Interessante ist, sie haben ja alle vier Wächter drin. Deswegen kann es nicht von Raya sein. Vielleicht sind das die Typen, von denen Rockwell erzählt hat, dass die die Artefakte angebetet haben. Ach du Scheiße. Ganz da unten, siehst du es? Ich sehe eine Sache. Ich weiß nicht, dass das Artefakt ist. Doch, das ist das. Ich würde laufen. Wow, was zur Hölle hast du da gemacht? Nichts. Nichts. Vielleicht kann man die ja hierher locken. Hallo Leute. Oh, oh, oh. Vielleicht lockst du die besser hierher. Ja, ja. Ei, 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 ei. Ja, du hast eine schöne Farbe, aber das war auch schon alles. Der kommt von ganz allein. Die eine hängt da hinten fest. Die brennt schön. Aber ich glaube, es wäre vielleicht wirklich besser, wenn wir die Wölfe holen. Weil die blutet schon ganz gut. Schau mal zurück und hol mal einen. Hey, abhauen ist nicht, du brennende Fackel. Oh, ich habe übrigens Rockwells Notiz gefunden. Ah, dann kannst du dich schon mal vorlesen. Ich hol mir den dann gleich. Was ist die Nummer? Welche Nummer ist es? 7. Danke. So, jetzt gehe ich wieder zurück. Toll, ich sitze die ganze Zeit da. Jetzt sag mir doch mal, welche Nummer das ist. Hier Untertitel anmachen wäre vielleicht nicht schlecht gewesen. So, und während du wegrennst und Hilfe holst, muss ich mich mit Rockwell vergnügen. Oh, du wirkst so glücklich. So glücklich. Ja, die Sonne scheint mir aus dem Arsch. Ich hab's gerade wörtlich gesagt. Ja. Okay. Ist doch geil, natürlich. Lesen und so. Klar, wenn man sich so gut umknicken kann, dann ja. Okay. Rockwell Eintrag 7. Ich habe entdeckt, warum des Prophetens Ruhe so freizügig mit ihrem Wasser sind. Sie haben an der Seite von ihrem Gebilde eine Wasserquelle. Auf etwas, was die Lokalen hier eine sogenannte Wasserader nennen. Ein unendlicher Vorrat an Wasser, der von unter der Erde herauf blubbert. Seine Existenz ist ein kleines Wunder. Aber wenn man es mit dem vergleicht, was ich in dem Sternenlichtheiligtum gesehen habe, ist klein ein sehr gebräuchliches Wort. Ich nehme an, dieses Ark schwebt ebenfalls zwischen den Sternen, genauso wie The Island es tat. Was für ein außergewöhnlicher Gedanke!
Ich kann mir nicht vorstellen, wie so eine Sache überhaupt möglich ist. Aber das außergewöhnliche Metall muss der Herzstück von allem sein. Da bin ich mir sicher. Wie kann man nur so sehr Snob sein? Weißt du, ich möchte am liebsten seinen dummen Schädel nehmen und den permanent gegen irgendeinen von diesen Metalldinger, von dem er die ganze Zeit erzählt, dagegen bashen. Ich kann wenigstens sagen, er hat angefangen. Kannst du das? Ja, du hast doch genau gehört, was ich gerade vorgelesen habe, oder? Ja, schon. Okay. Ich habe ja nicht gerade gesagt, ich habe aus Notwehr gehandelt. Wobei, das würde ich auch gerne behaupten. Es war Notwehr. Mein Kopf konnte den Blödsinn nicht mehr länger ertragen. Hm. Hm. Ich bin jetzt auf dem Rückweg. Was machst du? Mhm. Was mhmst du? Ich teste gerade was aus. Was hast du in Brand gesteckt? Was hast du in die Luft fliegen lassen? Auch nichts. Ich habe nur gerade eine fantastische Möglichkeit, Chitin zu kriegen, herausgefunden. Ja, das da wäre. Bin ich gerade erschrocken. Ach, der Wolf erschnüffelt doch alles. Ja. Und jetzt sehe ich hier überall diese Lebensanzeigen, die durchgekreuzt sind. Das heißt, ich muss jetzt zu Fuß loslaufen. Ich beschütze dich. Halt, stopp. Hast du es mitgenommen? Was? Notiz. Jetzt habe ich sie mitgenommen. Also der Drache, der Manticore, die Spinne und der Affe. Oh. Ah, toll, noch mehr Leichen. Der ist nicht gerade schön gestorben. Der. Nein, hier drüben sind auch ein paar nicht schön gestorben. Ist das die Versuche, irgendwas wegzukriechen? Gute Frage. Oh, wir müssen. Oh, scheiße. Lass mich vor. Holst du dann den... Warte mal, komme ich hier aber wieder raus? Oder du gehst hoch und ich hole dir das Artefakt. Aber mit dem Wolf darf man hier echt nicht rennen. Oh, die sieht aus wie aus Permut, die Aratina. Hat Level 816. So, ich gehe mal weiter. Achtung, Honig kommt.
hinter dir. Ja, ja. Scheiße. Mal so cool von oben runter snipern. Oh oh. Unter dir sind ganz viele Onyx. Kommt ihr hoch? Oh, ich habe eine getroffen. Die kommt jetzt auf mich zu. Scheiße. Ja. Toll, ich hänge ja noch hier fest. You never get me alive! So, ich bleibe aber nochmal einen Moment hier unten. Es tut mir leid. Kein Problem. Aber dann kriegst du den Speer-Skin auch. Das ist gut. Nee, ist okay. Ich habe mich jetzt zu Eispickel zurück gemopst. Ich hoffe einfach mal, die kommen nicht hoch. Oh oh. Ach, da ist es. Ich bin nicht da. Lass dich in Ruhe. Ich komme wieder hoch. Oh, das ist ein bisschen gruselig hier bei den ganzen Gräbern. Ich frage mich ja, für was sie die Leute hier unten beerdigt haben. Das ist ja nicht mal so eine Art Pyramide oder so. Heiligtum? Ja, es ist. Naja, aber du musst bedenken, dass die Höhle hier nicht von Raya gebaut worden ist. Naja, das ist mir schon klar. Würde ich sagen. Ich glaube ja auch, dass es eher zu den Leuten gehört, die die zu der Rest des, zu der Ruhe des Propheten gehört haben. Des Prophetens Ruhe. Weil die haben ja so extrem gebetet. Weil die sind ja eigentlich nach Raya erst aufgetaucht. Das sieht eigentlich schon älter aus. So, da bin ich wieder. Da kommt zur Welt. Ich wollte auch gerade sagen, das war knapp. Und da bin ich draußen. Dritten und letzten. Bis gleich.